Mathe 3, Deutsch 2 minus, Arabisch 3 plus. So könnte bald schon ein Zeugnis aussehen. Ein Hamburger Professor fordert, in deutschen Schulen müsse Arabisch zum Pflichtfach werden. Das soll die Integration der Flüchtlinge erleichtern. Was Lehrer, Schüler und Politiker davon halten, dazu Erdmann Hummel. Deutsche Kinder sollen von der Grundschule an verpflichtend Arabisch lernen. Das würde die Integration zwischen Deutschen und Flüchtlingen verbessern, meint Universitätspräsident Thomas Strotthotte von der privaten Kühne-Universität Hamburg. Mit dem Pflichtfach Arabisch würde so ein Zugang zur arabischen Welt möglich. Wir würden damit anerkennen, ein Einwanderungsland und eine mehrsprachige Gesellschaft zu sein, meint der Unipräsident. Warum sollen wir Arabisch lernen? Also um uns mit ihnen zu verständigen, dann können sie auch Deutsch lernen. Aber gerade mit den ganzen Ereignissen und alles, was halt passiert ist, glaube ich, möchten das wenige. Mehr Verständnis gibt es bei Lehrern aus Berlin-Neukölln, wo viele arabische Flüchtlinge hinziehen. Doch eine Arabischpflicht lehnen auch sie ab. Ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber für mehr Menschen als nur die, die Arabisch sprechen. Wir müssen uns ernsthaft aber der Frage stellen, welchen Wert hat Mehrsprachlichkeit für uns? Mehrsprachigkeit sollte aber vor allem von Zuwanderern eingefordert werden, meint der Deutsche Lehrerverband. Sie sollten sogar zwingend Deutsch lernen, so die Bildungsministerin. Wir möchten gerne, dass die zu uns kommen, die hier bleiben möchten, die Flüchtlinge, dass die schnell nach Möglichkeit unsere Sprache lernen. Weil es zeigen alle Untersuchungen, man ist besser integriert, wenn man die Sprache des Gastlandes oder des Landes, in das man kommt, kann. Im Gastland selbst übrigens wollen immer mehr Deutsche Arabisch ganz freiwillig lernen. An den Volkshochschulen sind es die Sprachkurse mit dem größten Zulauf.